Liebe Landwirte, heute möchte ich Sie wieder ganz herzlich zur aktuellen Marktwoche auf Agroheute TV begrüßen. Diesmal geht es um die aktuelle Entwicklung am deutschen und am europäischen Schweinemarkt. Grundlage sind die Daten, die die EU-Kommission Anfang Oktober zum Schweinemarkt herausgegeben hat. Dabei wird zuerst einmal deutlich, dass der Produktionsrückgang in der EU deutlich kleiner ausgefallen ist als zunächst erwartet. Für Deutschland rechnet die Kommission für das Gesamtjahr mit einem Rückgang der Schweineproduktion von etwas mehr als 1%, für die Gesamt-EU von etwas mehr als 2%. Trotz des Produktionsrückgangs bleibt die Anzahl der in Deutschland geschlachteten Schweine und damit das Angebot ähnlich groß wie im Vorjahr. Bei einer deutschen Inlandsproduktion von gut 46 Millionen Schweinen liegt die Anzahl der geschlachteten Schweine in Deutschland bei etwa 58 Millionen Schweine und ist damit fast genau auf dem Niveau von 2012. Ursache sind die umfangreichen Importe von Schlachtschweinen aus unseren Nachbarländern. Marktentlastung bringt deshalb vor allem der Export. Dabei war die Ausfuhr der Europäer in Drittländer in den ersten 8 Monaten des Jahres fast ähnlich groß wie 2012. Die deutschen Ausfuhren waren hingegen etwas kleiner. Grund ist vor allem der schwierige Export der Deutschen nach Russland. Bei den Preisen rechnet die Kommission für 2013 mit einem Durchschnittspreis von 1,75 Euro. Im Vergleich zum letzten Jahr wären dies im Schnitt etwa 5 Cent höhere Preise. Schaut man an den Terminmarkt, zeigt die Preiserwartung für das letzte Quartal 2013 allerdings nach unten. Fast ähnlich verlief die Entwicklung im vorigen Jahr. Für den November rechnet man derzeit noch mit Preisen von gut 1,70 Euro. Und für den Dezember liegt die Preiserwartung darunter. Damit möchte ich mich für diese Woche von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen gute Preise. Ihr Olaf Zinke.